Herr Bürgermeister, überrascht über den Ausgang, der Abstand ist doch nicht so groß geworden, wie manche gemeint haben vielleicht. Naja, nach dem ersten Walddurchgang ist der Abstand ja schon größer geworden wie beim letzten Mal. Vor allen Dingen, die Partei hat ordentlich zugelegt, man Mandate verdoppelt, die SPÖ auf Gemeinderatsebene überholt. Da war mir schon ziemlich klar, dass der Abstand jetzt nicht mehr so spannend wird wie beim letzten Mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß der Abstand tatsächlich ist, aber 10%, ja, immerhin. Das ist schon etwas angenehmer und entspannter, wie es beim letzten Mal war. Da waren es ja knapp 200 oder 270 Stimmen oder so, die den Ausschlag gegeben haben. Der SPÖ ist es offenbar aber doch gelungen, ein bisschen noch stärker zu mobilisieren in den letzten Wochen. Haben Sie in Ihrer eigenen Partei oder Anhängerschaft da Probleme gehabt? Sie haben geglaubt vielleicht, die Geschichte ist schon gelaufen, da müssen wir heute nicht mehr unbedingt hingehen? Nein, ganz im Gegenteil. Also ich habe schon viele Wahlkämpfe meiner Partei in der Stadt Salzburg erlebt, aber das war bisher der beste, den wir jemals hingelegt haben. Also wir haben auch in den letzten zwei Wochen, wobei man immer das Gefühl hat, der ist eh schon gelaufen, wir hatten ordentlich einmal Druck gemacht und wir haben noch viele Hauptbesuche gemacht, wir haben Parteiaktionen durchgeführt, wir haben Telefonlisten abgearbeitet, also so etwas habe ich wirklich noch nicht erlebt, welche Kampftruppe es im Sinne eines Wahlkampfes wir tatsächlich auf die Füße gestellt haben und unsere Leute sind doch einmal zur Wahl gegangen, wir werden es im Detail bei den einzelnen Stadtteilsprengen ja gut ablesen können. Sie machen heute einen, im Vergleich zu vor 14 Tagen, sehr viel gelösteren, entspannteren Eindruck und das, obwohl Sie Zweiter geworden sind. Erzählen Sie uns einmal, wie es Ihnen jetzt geht. Na, erstens bin ich jetzt wirklich froh, dass es vorbei ist. Speziell die letzten zwei Wochen waren sehr schwierig für mich nach diesem Wahlsonntag. Und insofern haben Sie schon recht, bin ich heute etwas gelöster, wenngleich es ziemlich egal ist, ob man mit einer Stimme verliert oder mit 3000, man ist Zweiter. Aber nichtsdestotrotz sehe ich es schon auch als klaren Auftrag, für mich selbst auch weiterzumachen. Aber das heißt, enttäuscht sind Sie dennoch? Naja, klar, wenn man in der Bürgermeisterstichwahl ist, will man Bürgermeister werden. Und das wollte der Harry Braun auch. Und heute ist es klarer gewesen, allerdings vielleicht auch nicht so klar, wie viele gedacht haben. Wenn wir uns jetzt nochmal zurückerinnern an den Wahlabend vor zwei Wochen, mit doch dem desaströsen Wahlergebnis für die SPÖ, wie ist es Ihnen jetzt gegangen in den letzten zwei Wochen? Was haben Sie alles unternommen, um doch noch dieses respektable Ergebnis einzufahren? Naja, das Schöne ist eigentlich, dass das Team sehr eng zusammengerückt ist. Selbst die, die ihr Mandat verloren haben oder nicht reingekommen sind, sind am Montag weitergelaufen und bis zum letzten Tag, bis gestern. Und ich glaube, das hat uns sehr eng zusammengeschweißt und es stimmt mich auch sehr, sehr positiv für die Zukunft, weil wenn man so geschlossen weiterkämpft und nicht an sich selbst denkt, das ist, glaube ich, eine besondere Eigenschaft, die wir jetzt entwickelt haben. Und wie gesagt, ich glaube, darauf lässt sich aufbauen und auf dem Ergebnis heute auch. Es ist interessant, dass Sie sagen, das Team ist zusammengestanden. Als politischer Beobachter hatte man doch auch das Gefühl, da gibt es den einen oder anderen internen Querschuss. Wie ist es Ihnen damit gegangen? Ja, geschrieben wurde viel. Gott sei Dank ist auch manchmal dabei gestanden. Das ist natürlich reine Spekulation, dass es in jeder großen Partei welche gibt, die schon lange nicht mehr in der Politik sind und vielleicht meinen, sie müssten uns jetzt einen Ratschlag geben. Ich bin immer dankbar für Ratschläge, wenn man sie intern macht. Aber die Stadtpartei an sich und auch die Landespartei ist von Beginn an geschlossen auch hinter mir gestanden. Und es war für uns eigentlich völlig klar, egal wie dieses Ergebnis heute ausgeht, dass wir mit diesem Team auch in die Angelobung des Gemeinderats gehen. Wie geht es jetzt weiter in den nächsten Wochen? Ja, in den nächsten Tagen, glaube ich, haben wir uns alle mal ein bisschen Auszeit verdient. Ich muss ja morgen schon nach Wien von meinem Landesrat und mit dem Verkehrslandesrat. Dann werden wir ein paar Tage, glaube ich, wieder mal Ruhe hineinbringen. Und dann beginnen wir mit den Parteienverhandlungen. Die Termine sind fixiert. Ich glaube, der erste Termin wird sein am 11. April. Ich habe bereits ein fertiges Papier vorbereiten lassen für die Parteienverhandlungen. Das werden wir dann durchgehen mit allen im Gemeinderat und vertretenen Fraktionen. Und das zügig abarbeiten, dass wir dann bis zur konstituierenden Sitzung und bis zur Angelobung des neuen Gemeinderates dann das Arbeitsübereinkommen auch beschließen können. Streben Sie jetzt eine Koalition mit einer oder zwei Parteien an oder werden Sie Mehrheiten suchen, je nach Projekt? Ich glaube in den letzten Monaten, dass wir tun, ist gemeinsam
Und da spreche ich vor allen Dingen auch die Sozialdemokratie an, dass wir gemeinsam unser Arbeitsübereinkommen zurechtlegen. Denn es macht ja wenig Sinn, auf Koalitionen zu setzen, wenn man auf der anderen Seite in der Regierung wieder gemeinsam sitzt. Also wir brauchen schon innerhalb der Regierung auch Projekte, die in der Regierung, aber auch dann im Gemeinderat gemeinsam mitgetragen werden. Und da wird es dadurch vielleicht Kompromisse geben müssen. Und mein Ziel ist es, in der Stadtregierung eine Mehrheit zu finden für die wichtigen Vorhaben, die anstehen. Aber das muss auch in Einklang sein damit, dass wir auch im Gemeinderat eine entsprechende Mehrheit bekommen. Die ÖVP ist ja so stark wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Heißt das auch, Sie werden für sich bestimmte Ressorts in Anspruch nehmen und einfordern? Und welche werden das sein? Dazu werde ich heute mit Verständnis sicher überhaupt nicht sagen können, sondern wir warten jetzt mal die Parteiverhandlungen ab. Jetzt geht es mir um die Dinge, die erledigt werden müssen, und dann wer wofür was zuständig ist, machen wir ganz am Schluss. Nehmen Sie sich noch einen kurzen Urlaub in den nächsten Tagen? Wie gesagt, jetzt brauchen wir alle miteinander, glaube ich, ein paar Tage, ein bisschen Entspannung. Ich habe ein paar Tage freigekommen, ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Gut, dann sagen wir Gratulation, Gratulation auch Ihnen, Herr Reuner. Vielleicht noch eine Frage, weil vorhin über die künftige neue Zusammenarbeit gesprochen worden ist. Wird sich die für Sie verändern jetzt mit der deutlich kleineren Fraktion im Gemeinderat? Also meine Zusammenarbeit mit Harry Bräuner wird sich mit Sicherheit nicht verändern, wüsste ich auch nicht wieso. Aber die Mehrheiten sind jetzt nicht mehr ganz so stabil. Aber ich glaube, Harry Bräuner hat immer gesagt, er setzt auf breite Mehrheiten. Das hat übrigens Heinz Scheiden eigentlich auch bei kritischen Fragen immer gemacht. Ich glaube, damit ist die Stadt Salzburg gut gefahren. Es dauert dann vielleicht manchmal etwas länger, bis man zu einem Kompromiss kommt, aber dafür ist er tragfähig. Und davon gehe ich aus. Und das sind jetzt in Wahrheit die ÖVP, die SPÖ und die Bürgerliste, wenn man an drei größere Parteien denkt. Mit welchen Trümpfen oder mit welchen Ressorts, die in SPÖ-Hand bleiben sollen, werden Sie denn in die Parteienverhandlungen gehen? Also ich halte nichts davon, dass man das vorher schon so diskutiert. Wir werden uns jetzt zusammensetzen. Es wird sicherlich viele Fragengespräche geben, wie das Ganze abläuft. Das sind auch die ersten Parteienverhandlungen, die Harry Bräuner macht. Mal schauen, wie er es anlegt. Ja. Und dann werden wir uns das ausdiskutieren. Und am Ende des Tages, glaube ich, wird zuerst das Programm einmal erarbeitet und dann die Ressorts zugeteilt. Und Harry Bräuner war nach der letzten Wahl sehr fair zu mir, was die Ressorts betrifft. Und da gehe ich auch davon aus, dass das in Zukunft so sein wird. Und Sie werden sich jetzt auch ein paar Tage Urlaub machen? Na, ich habe jetzt keinen Urlaub. Das Einzige, wo ich mir einen Freiraum genommen habe, werden in den Osterferien sein. Und davor und danach sind Parteienverhandlungen. Dankeschön.